So, da bin ich wieder. In der nächsten Folge neuer Start, neues Glück. Ich wünsche mir jetzt einen Bunsenbrenner, der das mit einem Schlag hier die ganze Reihe macht. Dann wäre wenigstens eine Arbeit weniger. Wie man jetzt sieht, muss man hier echt kloppen, 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 kloppen. Ja, aber man kommt ja vorwärts. Ich weiß noch nicht, wie weit ich auf der anderen Seite gebaut habe. Okay, dann muss ich aber mal gucken hier. Ich mache mal so radikal, schlag mal von beiden Seiten hier. So, es wird mir gerade ein bisschen zu dunkel. Bin ich froh, dass das geht. Ich freue mich echt noch auf meine erste Autofahrt. Warum bin ich hier nicht schon vorher auf die Idee gekommen? Aber ich habe auch ehrlich gesagt hier bei Minecraft noch nie nach GTA geschaut. Ich habe einmal mal blauäugig mal reingetippt, was es so gibt. Aber darauf bin ich noch nie gekommen. Aber ich könnte auch mal Universum eingeben. Vielleicht gibt es Welten im Weltraum. Vielleicht gibt es hier Minecraft-Welten im Weltraum. Auf dem Mond zum Beispiel. Das wäre ja cool. Wenn man da natürlich Bäume anpflanzen könnte, das wäre ja dann total realistisch, aber egal. So, die Bäume, die Blöcke, die fallen ja langsam runter wie Sand am Meer. Das passt gerade in der Wüste. Gott, was man hier vor Fenster bauen könnte. Ein Glasgebäude. Wie weit bin ich denn? Oh, die beiden habe ich fast gleich lang gebaut. Das passt mir doch schon mal super. Na, vielleicht kriege ich die ja gleich angeebnet. Und dann kann ich ja mal gucken, wie lange dieser Hügel geht hier. Hätte ich jetzt komplett auf Festland gebaut, dann hätte ich die ganze Zeit nur sowas machen müssen. So konnte ich mir den größten Teil der Strecke jetzt gerade erstmal damit sparen. Gewusst wie. Aber es macht natürlich dann trotzdem ein bisschen Arbeit hier. So. Gut. Dann habe ich die Seite erstmal soweit. Oh, hier unten ist eine Höhle. Durch. Das geht erstmal bis hier hinter. Dann komme ich irgendwann wieder raus. Ja, hier war ich gelandet. Hier steht auch schon mein Auto. Meine kleine Ruine. So. Dann werde ich erstmal bis da hinten bauen. Ich denke mal, ich werde das sowieso erweitern müssen. Aber dass ich erstmal einen Ansatz habe für den Tunnel.
den ich außen baue, weil der Tunnel, der hier drin ist, den muss ich ja nicht bauen, da ist ja was. Da spare ich mir ja die Arbeit, dann nehme ich einfach den Sand als Wand und dann geht das schon. Ah, jetzt mal die Maus mal kurz ein bisschen, die Hand ein bisschen entspannen. Das Gefühl, der kriegt gleich einen Krampf hier drin. Und einmal hier. Super, dann klappt das ja jetzt erstmal ganz gut. Außer wenn ich mich ständig verbaue, das ist natürlich nicht gut. Bin gerade so ratlos, ehrlich gesagt. Ich bin ja gerade am Bauen. Ich schalte gerade innerlich sowas von dermaßen ab, dass ich jetzt hier eigentlich nur noch gucken will, dass ich mal gucken, dass ich hier ein System bekomme. Das kommt davon, wenn man erstmal den ganzen Tag arbeiten war. Man ist fertig. Und schaltet dann so ab. Später habe ich einen anderen Grund, um abzuschalten, aber er schaltet mich dann eher noch mehr an. Aber jetzt, wo ich kann, mache ich es noch. Super, das ist die Straße. Das heißt, Obsidian muss jetzt überall hier lang. Wie man sieht, macht sich das eigentlich relativ schnell mit der Zeit. Wenn ich offline hier arbeite, ist das ohne eine Sache von 20 Minuten. Zumindest so weit hier. Nicht wie das eine Projekt hier mit den ganzen Straßen und Laternen. Aber es hat lange gedauert. Aber man muss auch ein bisschen die Ausdauer dafür haben. So, ich mache aber die ganze Zeit immer nur auf einer Seite die Vorbereitung für den Tunnel. Das heißt, auf der anderen Seite muss natürlich auch die Vorbereitung getroffen werden. Ich werde erstmal hier die Plattform machen auf Festland und dann später muss ich ja sowieso ins Wasser. Gut. Bei Obsidian kann wenigstens kein Feuer ausbrechen oder sonst was. Wenn Creeper drin explodiert hier draußen, wenn ich mal gegen ihn kämpfe, macht es mir den Tunnel nicht kaputt. Im Tunnel, ja, das sollte eigentlich dann nicht mehr spawnen, weil es ist ja so dermaßen ausgeleuchtet. Das wird ja von oben und unten quasi mit Glowstone beleuchtet. Und von der Seite mit Lava. Wenn da was spawnen sollte, dann fresse ich höchstpersönlich den Besen. Oder Minecraft hat die Richtlinien geändert.
So. Ja, es nimmt einen augenscheinlichen Sinn. Hier kommt Glas, hier kommt Lava, hier kommt Obsidian als Außenwand. Und wenn alle beiden Mauern stehen, kommt irgendwann der Deckel oben drauf. Vorher werde ich eine kleine Probefahrt machen und mal schauen, ob ich nicht noch weiterbauen muss oder ob das reicht. Ich könnte darauf wetten, dass ich weiterbauen muss. Ich weiß es noch nicht, aber es liegt mir im Urinstinkt. Ich wollte jetzt nicht das andere Wort verwenden. So. Gut. Dann haben wir das schon mal. Und ich müsste jetzt eigentlich. Stimmt, jetzt ist ja wieder so was hier. Genau. Aber das wäre doof, weil wenn ich jetzt hier oben bauen würde, habe ich ein Problem. Ich müsste erstmal wirklich das Glas hier fertig machen. Von oben nach unten. Damit ich dann auch wirklich mal fliegen kann bei sowas. Also erstmal das Glas. Hier hinter. Ich denke mal. Oh, doch ganz schön weit nach hinten. Habe jetzt nicht damit gerechnet, dass es doch so weit weg ist. Warum nicht? Das soll ja langsam sich der Tunnel in den Berg einfügen. Genau. Oben das Fallout 4 Design, kaputtes Auto oben an jeder Ecke. Ich komme hier ja nicht rauf. Und dann geht das eben wieder so zurück. Gut, auf der anderen Seite immer das gleiche Beispiel. Und irgendwann ist der Tunnel durch. Da hat man ewig langen Tunnel. Wenn man durchläuft oder durchfliegt, dauert das eine Weile. Aber mit diesem Auto geht das super schnell. Schneller als man denkt, um ehrlich zu sein. Und hier unten habe ich gesehen, hier fehlt Obsidian. Das werde ich zum Abschluss noch machen. Und werde mich dann verabschieden mit meiner Straße in den Himmel. Ja, es fängt immer an zu leuchten, wenn ich jetzt draufstehe, oder? Ah, ich hatte oben die gelben Glowstones hinbauen. Die hier, warte mal, warte. Wo sind die denn hier? Welche nehme ich denn dafür? Die hier kann ich ja mal reinsetzen. Panzer brauche ich nicht. Genau. Ja, dann sieht das aus, als ob oben die Sonne knallt, hier die Lava reinhämmert, da Wasser reinhämmert und hier unten die schöne Beleuchtung. Warum nicht? Das wird so eine richtig schöne lange Strecke und später wird dann hier quasi noch was hingebaut. Das Ding ist noch lange nicht fertig, das wird auch noch gemacht. Also erst daraus, was ich eigentlich machen wollte, was mir aber für den Bauernhof ein bisschen zu groß war und außerdem so sandig. Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin noch viel Spaß und Erfolg. Schaut euch auch die anderen Videos mal an. Ich habe Subnautica, Warft, was habe ich noch? Pumpkin Days, Stardew Valley,
Minecraft Staffel 1. Was habe ich denn? Oh Gott, ich habe eine ganze Menge schon drin. Hätte ich ja nie mit gerechnet, dass ich mal so viel hier mache bei YouTube. Vor allem mit Bionaro zusammen ist das echt krass, diese Größenverhältnis an Spielen. Das ist echt mal. Ja, was ist noch drin? Das Subnautica, Warft. Alien Isolation. Wildlife Park. Was noch? Was noch? Gute Frage. Bin ich völlig überfragt. Das ist einfach zu viel, dass ich mir das selber merke. Um ehrlich zu sein. Gut, okay, hier. Dann springe ich mal hier rauf. Obwohl, hier ist noch was. Hier kann man nicht rausspringen. Aber hier. Und wir sehen uns dann. Bye, bye.